Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 3. Ja, Tatsache, es geht weiter. Ich habe jetzt Folgendes gemacht, und zwar habe ich das gesamte Spiel noch einmal durchgespielt, allerdings auf leicht, weil, ey, ganz ehrlich, ich wollte das so schnell wie möglich hinter mich bringen und ich würde dieses Spiel auch ganz gerne beenden und das nicht einfach so stehen lassen. Jo. Und ich würde sagen, das hat sich durchaus gelohnt, denn damit sollte ich den Endgegner letztendlich doch schaffen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wo wir beim letzten Part stehen geblieben sind. Von daher, ich muss jetzt erstmal gucken. Oh, und ich muss meinen Fernseher mal eben leiser machen. Sorry. Weil sonst höre ich doppelt und das ist blöd. Weil ich habe vorher ohne Kopfhörer gespielt. Alter! Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Was wollte ich eigentlich eben sagen? Ach so, es kann sein, dass sich ein bisschen was wiederholt. Genau, richtig, weil ich nicht weiß, wo wir stehen geblieben sind. Und so weiter und so fort. Das hier hatten wir schon. Ich glaube, ich muss runter, ne? Ja, genau. Von da bin ich gekommen. Dann fahren wir jetzt nach unten. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, wenn dieses Spiel vorbei ist. Was eigentlich sehr schade ist, weil... Ja, ist ja gut. Mein Gott, ey, ist das laut. Was eigentlich sehr schade ist, weil zu Anfang hat mir das Spiel echt Spaß gemacht. Da haben wir Muni. Genau, da haben wir eine Tarotkarte. Ich weiß nicht mehr, ob wir das schon hatten. Ehrlich nicht. Ist auch schon ein bisschen her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber gut, was soll's. Ich weiß, dass ich in diesem Raum schon mal war. Was? Batterien für den Elektroschocker, ja. Den habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Aber hier sind viele sinnlose Sachen mit bei. Das stört mich ein bisschen. Also, ja, weiß ich nicht. Elektroschocker, den brauchte ich bis jetzt nicht. Entschuldigung, ich muss mal eben husten. Tut mir leid. So. Wir lesen. Ich habe jetzt auch nicht weiter vorher in meine Parts reingeguckt, die ich jetzt zum Schluss gemacht habe, weil das sowieso schon so chaotisch war, aber naja, gut. Manchmal habe ich selbst jetzt noch das Gefühl, dass das Mädchen eine Reinkarnation von Alessa ist, aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr. Das ist alles vergeben. Du warst ungeliebt, Cheryl. Oder war das Alessa? Jetzt ist Cheryl wieder Alessa, ja. Ganz gleich, wessen Reinkarnation sie sein mag, sie war mein liebster Schatz. Aber der Name war ein Fehler. Damals sah ich in ihr nur einen Ersatz für meine verlorene Cheryl. Wenn sie die Wahrheit kennt, wird es ihr unangenehm sein. Das macht mir Sorgen. Danke, Papa. Ach so. Also war ich tatsächlich Alessa. Aber mir bleibt nur eine Spur von einer weiteren Erinnerung. Ich habe meine gütige und sanfte Mutter nicht vergessen. Okay, dann wollen wir mal raus hier. Ich bin auch relativ schnell durchgekommen. Ich glaube, ich habe das Ganze in 4 Stunden bis zu diesem Punkt durchgespielt. Oh Mann. Warum habe ich nicht gleich auf leicht gespielt? Naja, gut, ich habe es ja vorher auch blind gespielt, ne? Es war ja nicht mehr blind, also von daher.
ist das ja nochmal was anderes. Ja. Ah! Also. So viel dazu. Ach du Heilige, was ist das denn? Was für Geräusche, ey. Die ist dicht. Ja, ist ja gut. Von der Atmosphäre bin ich nach wie vor begeistert, muss ich sagen. Ach, da ist eine Tür. Kaputt! Kaputt, kaputt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich was vergessen habe. Dann werde ich ja merken. Da fehlt ein Raum. Aber ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wo. Naja. Egal. Und mir fehlt, glaube ich, auch noch eine Karte. Ist wohl doch nicht so egal. Dann schauen wir mal. Aber wo denn? Soll ich denn was vergessen haben? Wie viele Karten habe ich denn? Nee. 1, 2, 3. Ich weiß es jetzt nicht. Lesen. Ein Notizbuch. Da steht was drin. Ja. Sie ist direkt hinter der Tür. Ich weiß nicht wie, aber ich kann es fühlen. Aber sie ist da nicht allein. Ich fühle eine sehr gefährliche, sogar abscheuliche Präsenz. Oder vielleicht, was sie Gott nennen. Trotzdem werde ich die Tür öffnen. Genug von diesem müßigen Geschwätz. Ich bin kein Gott, aber ich werde Claudia retten. Nein, alle. Willst du die echt retten? Nein, natürlich. Natürlich werden wir sie retten. Der letzte Eintrag wurde vor etwa 17 Jahren geschrieben. Popper hat das wohl auch geschrieben. Achso, okay. Wieso auch? Auch? Ja. Guck mal bitte. Das ist mein Skizzenbuch von vor 17 Jahren. Auf dem Umschlag ist eine Zeichnung von Papa. Echt nicht gut. Ja. Das ist natürlich jetzt Ansichtssache. Ich weiß jetzt nicht, was sie mit echt nicht gut meint. Wie kommt das denn hierher? Ja, das weiß ich nicht, Alter. Hier ist so einiges mehr. Ach ey, merkwürdig. Ja. Was soll das sein? Mond? Okay. Kann ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so viel mit anfangen. Das ist abgeschlossen. Heather. Heather ist schuld, weil ich zu oft drücke. Okay. Ach, der Gehängte, der Mond, Auge der Nacht. War die Skizze... Muss ich mich an die... an der, sag doch mal, Skizze orientieren? Ja, geh mal raus. Sieht so aus, ne? Tja,
Dann müssen wir wohl noch ein bisschen suchen. Dann tun wir das doch. Wie gesagt, hier fehlen auch irgendwie Räume. Ich weiß jetzt gar nicht. Heather, ich möchte speichern. Heather. Mach mich fertig, Mädchen, ey. Hier liegt aber keiner, ne? Nee, schaut nicht so aus. Ja. Muss ich mal gucken, wo wir hier denn eine finden. Heather, würdest du dich bitte umdrehen? Das ist ein bisschen. Oh. Hier ist nichts. Was sind das für Geräusche hier schon wieder? Die Richt. Ach, guck mal, hier ist eine Tür. Habe ich eben gar nicht gesehen. Aber jetzt brauche ich mich wenigstens nicht so stressen, dass ich so mega aufpassen muss. Ah, okay, ja, ich weiß schon. Das ist genau das, was ich meinte. Fünf Karten, ne? Oh Gott, ey, was sind das schon wieder für Geräusche? Krieg echt die Krise, du. Ah, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Weil ich hatte noch einen Part aufgenommen, den ihr nicht gesehen habt. Was? Ich sehe gelangweilt und traurig aus. Ist ja auch kein Wunder. Damals war ich immer so. Ach, mein Cheddar. So schlimm kann es nicht sein. Aber da ich bei dem Part so genervt war, weil ich andauernd gestorben bin, ja, habe ich den nicht hochgeladen. Also ich habe ihn auch einfach abgebrochen. Der Narr. Dieses Buch. Ich lese das jetzt einfach nochmal vor. Ich habe das Gefühl, dass ich es lesen muss, aber gleichzeitig will ich nicht. Was? Aklapol? Ach, was auch immer. Rote Flüssigkeit oder Kristalle, die Blut ähneln. In der Gabala heißt es, dass der Name von einem Kraut stammt, mit dem böse Geister vertrieben werden können. Es heißt, es wächst in arabischen Wüsten. Ja, die haben wir ja nun nicht. Man kann es zum Schutz gegen Dämonen verdunsten lassen oder als Umschlag. Was? Also Umschlag anwenden. Es ist kraftvoll, aber da es selten ist, ist es sehr schwer zu beschaffen. Davon gehe ich aus, denn wir sind gerade nicht in der Wüste. Wir sind in irgendeiner Horrorwelt. Ich echt froh bin, wenn wir hier draußen sind. Ich bin ja echt mal auf den Endgegner gespannt. So, habe ich hier noch mehr vergessen? Ah, okay. Ich könnte auch gleich mal auf die Karte gucken. Was wir hier. Auch wenn ich genug Muni habe, ich muss sie nicht an euch verschwenden. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Parts ich hier noch rauskriege. Welche Richtung? Was ist denn da hin?
Ja, die sind ja alle dicht. Und den Schlüssel haben wir noch. Ne, warte mal, alles das Zimmer, war das nicht hier hinten? Ich und mein Orientierungssinn, ey. Der ist echt für den Arsch. Aber uns fehlt eine Karte. Weil das kommt ja überhaupt nicht hin. Ist nur die Frage, wo soll die sein? Ja. Achso, oh, schön. So, der Narr kommt hier hin. Und dann fehlt uns hier noch einer. So ist es. Und ich habe gerade so gar keine Ahnung, wo die sein könnte. Speichern wir nochmal eben ab. Besser ist das. Ich würde sagen, ich nutze jetzt einfach erstmal den Schlüssel, den ich gefunden habe, weil ganz zu Anfang war eine Tür abgeschlossen. Also bei der Kapelle. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal hin. Weil sonst wüsste ich nicht, wo die sein sollte. Oder ich habe irgendwas übersehen. Ein Wunder, dem Irrenhaus hier. So, dann gehen wir mal raus. Ja, und diese wunderschönen Geräusche. Ich habe sie so vermisst. Ich glaube, ich muss einen hochfahren, ne? Achso, da unten krabbelt was. Ja, super. Ich würde aber sagen, ich beende hier erstmal den Part und wir gucken dann im nächsten Part, was hinter der anderen Tür. Also, wir müssen da erstmal hin. Ob wir da die andere Tarotkarte finden. Und dann müssten wir eigentlich auch zum Endgegner kommen. Also, viel kann jetzt nicht mehr kommen. Oh, und dann ist es hoffentlich bald geschafft. Ich danke fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.